Hallo, grüßt euch und herzlich willkommen auf meinem Kanal zur nächsten Mod-Vorstellung für Transportfieber 2. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid. Heute habe ich eine super Mod vom guten Divio, nämlich ein Fahrzeugpaket mit Fahrzeugen der 2000er Jahre. Im Moment sind in diesem Paket 11 verschiedene Fabrikate enthalten und ist einmal im Steam Workshop und einmal auf transportfieber.net erschienen. Beide Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal im Detail an. Ein großer Dank geht natürlich an den guten Divio raus. Das Ganze ist einmal erschienen als Asset. Na, dafür habe ich mir hier schon eine kleine Ecke planiert und eingefärbt. Da stellen wir die jetzt mal auf. Und dann habe ich mir hier auch schon eine Linie erstellt. Da werden wir jedes Fahrzeug dann einmal auf die Linie schicken. Denn das ist auch möglich. Nur im KI-Verkehr werden die Fahrzeuge nicht erscheinen. Da gibt es ja auch Pakete, wo die Fahrzeuge dann auch im KI-Verkehr erscheinen. Das wird hier nicht möglich sein. Ich habe die Karte gerade erst geladen und hier ist schon Halligalli, was den Straßenverkehr angeht. Echt heftig. Aber das soll uns hier in der Mod-Vorstellung nicht interessieren. Zu finden sind die Assets natürlich unter Assets. Und dann haben wir hier BKO. Und da findet ihr dann Cars from the 2000s. Und dann haben wir hier so ein schönes Menü. Da könnt ihr einmal Next einstellen. Dann wird immer das nächst untere Car ausgewählt, Auto ausgewählt. Na, wenn ihr jetzt hier drauf drückt und das baut und drückt dann da drauf, baut er trotzdem das obere. Dann müsst ihr hier auf Next gehen und dann baut er dann das, was ihr ausgewählt habt. Stellen die erstmal alle hier hin. Jetzt haben wir einmal den Audi hingestellt. Dann haben wir den Chrysler 300C. Dann haben wir den Cadillac CTS. Dann haben wir den Ford Mustang. Das ist auch gemischt, amerikanische Fabrikate und deutsche, besser gesagt europäische. Dann haben wir den Saab, den Seat Arosa, den Skoda Rapid oder Rapid, wie auch immer man das aussprechen möchte, den Toyota RAV4, das ist dann ein Asiate, den VW Golf dreitürig, den VW Golf fünftürig und den VW Passat. Da können wir uns hier noch den Lenkeinschlag einstellen. Na, seht ihr dann hier vorne der Lenkeinschlag am Auto. Einmal nach links, einmal nach rechts. Oder halt auf 0, dann ist es gerade. Dann können wir uns hier noch die Lichter an- und ausmachen. Normal. Also Blinklichter an- und aus. Na, dann haben wir hier die Blinker an oder die Warnblinkanlage. Ziemlich cool. Nehmen wir nochmal weg. Und dann haben wir hier auch noch das Nummernschild, was wir einstellen können. Da können wir dann Österreich, Belgien, Schweiz, Tschechien, Deutschland, Dänemark, ES, das ist glaube ich Spanien, das ist nicht Estland, Frankreich, Großbritannien, Ungarn, Italien, IE. Ja, möchte jetzt nichts Falsches sagen. LU. NL ist Niederlande. Norwegen, Polen. SE ist Schweden, glaube ich. Und PT. PT, LU, IE. Das könnte nicht IE sein. Möchte nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall habt ihr hier einiges zur Auswahl. Die meisten werden dann wahrscheinlich Deutschland nehmen. Da können wir auch mal ranzoomen. Deutschland 190670. Und hier steht dann auch immer vorne dran, welches Auto das ist. Und die Modelle sind wirklich schick geworden, muss ich sagen. Man erkennt auch die Automarken. Ja, wenn wir hier mal den VW Golf zum Beispiel nehmen, das erkennt man einfach. Ja, hier schön die Sitze hier nach vorne klappen, damit man hinten reinkommt. Ach, das waren noch Zeiten. Das Aussteigen war meine Qual. Und dann hier beim Fünftürer, ne, da konnte man einfach hinten einsteigen. Erkennt man aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Schöne, schöne Autos. Mögen eure Parkplätze gefüllt werden oder eure Autohändler. Schick, schick. Und dann haben wir hier unten noch Einstellungen. Capacity Kind.
bedeutet doch eigentlich, was er transportieren kann. Also Kapazität, welche Kapazität er hat. Oder es ist ein Besuchermagnet, das kann natürlich auch sein. Nee, ist es nicht. Sonst würde er hier so eine blaue Linie erstellen. Ja, der eine oder andere wird wieder sagen, Mensch, ist doch logisch. Oder was du wieder für einen Blödsinn redest. Aber das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Hier können wir uns noch einstellen, ob das Fahrzeug eine Neigung haben soll oder auf der Seite liegen soll. Ne, wenn ihr euch einen Unfall bauen wollt, das Auto liegt im Graben. Das ist also auch möglich. Und die Höhe können wir noch einstellen. Aber das können wir ja sowieso mit Punkt und Komma. Das ist ja mit Punkt und Komma, denke ich, sogar noch einfacher zu lösen. Da waren wir. Ja, schöne Sache auf jeden Fall. Nur dieses, ja, wir nehmen jetzt mal einfach hier Österreich. Gucken wir auch noch mal kurz. Ja, da steht einfach eine Nummer vorne dran. Da haben wir zwar hier das Länderkürzel, aber einfach nur eine Nummer drauf. Aber das ist so eine Kleinigkeit, finde ich jetzt gar nicht schlimm. Ne, viele verschiedene Farben auch. Die einen haben mehr Farben zur Auswahl, die anderen weniger. Größte Auswahl hat hier der VW. Schön, schön. Gehen wir nochmal ins Depot. Zeige ich euch das auch nochmal. Ich hoffe, die können überhaupt auf die Linien fahren. Dann haben wir hier unter Passagiere. Seht ihr hier ganz viele verschiedene Varianten. Ne? TDI, SDI, Turbo, FSI, V5, 16V, TDI und so weiter und so fort. Hier beim Passat genauso. Also beachtlich, beachtlich. Höchstgeschwindigkeit ist sogar wirklich dann wahrscheinlich die, die es dann auch in der Realität gibt. Das würden wir hier beim Seat Arosa gut sehen. Ja, kann man nicht vorstellen, dass der 160 schaffen würde in echt. Der Seat Arosa ist ja so ein Kleinwagen. Was schafft denn der Audi A4? Ja, das ist schon ordentlich. Naja, die Kapazität ist natürlich immer sehr, sehr gering. Aber das ist ja logisch, ne? In so ein Auto, naja, mehr als 3 passen schon rein, aber dass da jetzt 10 reinpassen, würde man wahrscheinlich auch reinkriegen. Aber entspricht natürlich nicht der Realität. Ja, viele, viele verschiedene Farben. Nehmen wir mal hier den. Einmal hier. Den Audi A4. Den Arosa. Den Rapid. Dann nehmen wir den Cadillac. Den Chrysler. Alle einmal ausgewählt. Kostet auch nicht viel, wie ihr seht. Kostet dann im Jahr den gleichen Unterhalt wie die Anschaffungskosten. Und einmal auf die Linie geschickt. Und da kommen die schönen rausgefahren. Blinkt auch schön. Können wir uns auch reinsetzen. Oh, das geht auch. Ja, können wir auch schön mitfahren. Rückspiegel ist auch dabei. Können wir auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. So. Schön. Eine Runde mitfahren im Audi A4 durch die Innenstadt, die überfüllte. Na, ist auch hier, Armaturenbrett ist da, ist natürlich nicht funktional, ist ja logisch. Spiegel und so sind auch nicht funktional, aber wir haben auf jeden Fall auch eine Spiegelung. Dann haben wir hier einmal alle Autos aufgereiht. Weiß jetzt nicht, ob das außerhalb vom Schönbau überhaupt Sinn machen würde, diese Autos einzusetzen. Für so Expressverbindungen vielleicht über die Autobahn, ja. Ne, dass man da schön mit 200 über die Autobahn bröckeln kann. Aber ist eine feine Sache. Schöne Mod. Ich denke, der eine oder andere kann es gebrauchen. Hier werden wir jetzt nicht weit kommen im Stau. Die Map, wie gesagt, gerade geladen und hier ist schon Halligalli.
Das wird wohl nichts werden. Aber nun gut, ich denke, so das Wesentliche der Mod habe ich gezeigt. Ich wünsche euch viel Spaß damit und ja, würde mich freuen, wenn ihr dem Divio einen netten Kommentar schreibt, wenn euch die Mod gefällt und einen Like da lasst. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.